Ich glaube, wenn ich nicht mit 7 Jahren erlebt hätte, dass mein Vater ganz jung, plötzlich und ohne jeden ersichtlichen Grund starb, hätte ich nicht den Zwang empfunden, später die Sinnlosigkeit des Todes darzustellen. Ich habe also zu denen gehört, die nicht versucht haben, den Tod wegzureden und irgendwelche freundlichen Erklärungen für ihn zu geben oder ihn als etwas Angenehmes darzustellen, sondern für mich war er immer etwas Sinnloses, das durch nichts zu verteidigen ist. Und ich habe es für die höchste und auch schönste Aufgabe des Menschen gehalten, gegen den Tod anzukämpfen, alles gegen ihn zu tun. Er ist gestorben, wie er gelebt hat, fernab vom grellen Licht und dem Lärm der Welt, jedes Aufsehen um seine Person vermeidend. Die Welt hat seinen Wunsch, in der Stille zu gehen, respektiert. Als er den Nobelpreis erhielt, war er ein hoch angesehener, aber nicht wirklich berühmter Schriftsteller. Er war spanisch-jüdischer Abstammung, in Bulgarien geboren und hatte in Österreich, Paris und London gelebt, bevor er sich in Zürich niederließ. Er war der Stadt so sehr verbunden, dass er sogar ihren Dialekt sprach. Für Schauspiel aus Zürich. Ja? Ja. Ja, ja. Echter Regisseur, ich bin der Dichter. In seinem Hauptwerk, dem Essay Masse und Macht, zeichnet er ein Bild unserer Welt, packt, wie er selber sagte, das Jahrhundert an der Gurgel. Seine Leistung ist, dass er als ein Verfolgter, als ein auf den Tod Verfolgter, dieses Jahrhundert mit dem Blick des Verfolgten beobachtet hat. Und er hat die Sprache gesucht und die Sprache gefunden. Als scharfer Gesellschaftskritiker erweist er sich in seinem der Groteske verpflichteten Theater. Fahren! Heiratest du mich? Heiratest du mich? Die dreibändigen Erinnerungen, eine der besten Autobiografien des Jahrhunderts, zeugen von der großen Kraft, mit der Canetti für das Leben und gegen den Tod kämpfte.